Im zweiten Teil könnte ich mich Lee anschließen. Ich habe einfach nur Waffen, die Geschicklichkeit brauchen. War vielleicht die schlechtere Wahl. Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Ach, das hier ist die Hafenkneipe. Ich dachte schon, das wäre das Haus des Statthalters. Hey, spar dir deine schlechten Sprüche, Kleiner, sonst schmeckst du gleich den Staub der Straße. Ich habe es selbst erlebt. Reg dich nicht auf. Ich will nur ein Bier trinken. Okay, aber der Eintritt kostet dich 50 Goldstücke. Bestimmt nicht. Vergiss es. Du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ich hätte das nicht gemacht. Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Corinis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein! Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Schlimme Zeiten sind das. Bleib stehen, du Lump! Nö! Ich glaube, hier oben ist wieder alles sicher, oder? Pablo? Bist du mir, Pablo? Denn doch erstmal alle Lager kennen, bevor du dir überhaupt Gedanken machst, oder? Ich mache mir trotzdem jetzt schon Gedanken drum. Also ich werde kein Magier, das heißt, das Kloster ist raus. Das ist schon mal klar. Und ich überlege tatsächlich, ob ich nicht gerade mal die Stadt verlasse. Also schlafen, Tag, Stadt verlassen. Weil so langsam ist mein Missionsbalken ziemlich voll. Arbeiter? Karl! Das tötet was Menschen! Was in diese Arme geben? Was suchst du hier? Ich sehe mich nur mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Aha. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Was willst du fürs Training haben? 50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Sure. Du fühlst dich in Gesprächen unsicher, bist dir nie sicher, wie du reagieren sollst. Dein Gamerleben bietet dir nicht genug Möglichkeiten zum Üben. Es hat nun ein Ende, hol dir jetzt den neuen alten Wie führe ich Gespräche Simulator Gothic 2. Du wirst es nicht bereuen. Ja, das auf jeden Fall. Also hier lernst du sprechen. Du hast Snoo Snoo verpasst? Nein, hast du nicht. Ich musste weglaufen vor Snoo Snoo, weil mich einer umhauen wollte. Ich will bei dir trainieren. Gut. Wir können anfangen, sobald du bereit bist. Jetzt. Ich will stärker werden. Ach so, kräht der Hahn. Ich dachte, der macht das umsonst. Also, oder irgendwas anderes. Egal. Naja. Was weißt du über die Diebe? Scheiße. Nichts.
Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen, darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja, vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Ein dicker Knüppel. Wer kennt ihn nicht, den dicken Knüppel? Okay. Bosper. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Bosper. Ah. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Das ist der Was Letzte. Treibt dich nach Korinis? Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Dein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Jagen? Nö. Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Ja, eins nach dem anderen. Der, den Eritos nennt, wird von der Faust des Türstehers gesnusnut. Ich hab gehört, du bist bestohlen worden. Von wem hast du das gehört? Vermutlich Bartok, hm? Hatte wohl wieder mal nichts Besseres zu erzählen. Hatte er nicht. Egal. Ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist er dran. War nur kurz mal nicht im Laden. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch rausgehen, mit meinem Bogen über der Schulter. Hab direkt die Wachen gerufen, aber der Mistkerl ist Richtung Hafen gerannt. Und dort ist er ihnen dann entwischt. Daraufhin habe ich ihnen mächtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und sie haben das gesamte Hafenviertel durchsucht. Aber gefunden haben sie nichts. Und der ist bei den Typen da oben. Ich wette, mein Bogen ist noch irgendwo in der Stadt. Ich habe den Wachen an den beiden Stadttoren Bescheid gesagt. Und die haben niemanden mit meinem Bogen rausgehen sehen. Wenn ich den Mistkerl erwische. Okay. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Unsinn. Harald und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrötler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Und ich zahle auch gut. Aber ich will aber zum egal, Schnitt. Bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Nun gut, ich werde zustimmen. Aber unter einer Bedingung. Finde meinen Arbeite Bogen. Wenigstens eine kurze Zeit lang für mich. Dann kannst du mit Sicherheit sagen, ob dir mein Handwerk liegt oder nicht. Und wer weiß, vielleicht gefällt es dir am Ende ja und du bleibst bei mir. Wenn du gut genug bist, um bei mir anzufangen, bist du auch gut genug für alle anderen hier. Ah ja. Oh Gott. Ich habe letzte Woche als Dankeschön 1 Kilogramm gewürztes Trockenfleisch frisch vom Schlachter bekommen. Knabber noch immer da dran. 1 Kilo. Das muss schon ein Haufen gewesen sein, oder? Du warst immer gern bei Bosper, weil er gut zahlt. Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, 50 Wolfsfelle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Fälle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Oder bei einem der anderen Meister, wenn du unbedingt willst. Eigentlich ist es mir egal. 5 LP, ja, die hatte ich vorhin noch. Warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn ja selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt darauf zu. Okay. Ja, ich habe leider... Mir fehlen fast 1000 Punkte dafür. Also wir müssen irgendeine Mission fertig machen.
Was kann ich für dich tun? Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Okay. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder, noch ungetragen. Interessiert? Klingt teuer. Das geht. Zeig mir deine Ware. Das geht tatsächlich. War es eine gute Entscheidung, auf Stärke und nicht auf Geschicklichkeit zu gehen? Das sind dann halt Keulen. Okay. Okay, gib mir die Rüstung. Du wirst sie lieben. Dass der grinst, gefällt mir nicht. Wir sehen einfach aus wie schon mal geschlachtet. Hallo Fremder. Du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Kannst auch Schmuck tragen? Ja, weiß ich. Aber ich habe ja keinen gerade, oder? Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich habe gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten. Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, er zahlt ganz gut. Ja, ich weiß, aber ich brauche leider die Punkte. Ich habe einen Gürtel an. Ich habe den hier an. 5 Stärke. Okay, eigentlich muss ich... Verdammt, was willst du? Einmal schlafen. Das ist die Oberstadt, da darf ich nicht hin, ne? Halt! Ja. Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs. Slaven. Wo war's denn? Man sieht nicht so viel gerade. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Von mir erfährt keiner was. Ach, erzähl mir nicht sowas. War doch seine Entscheidung. Ich weiß langsam. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Treffen sich aber auch alle in der Kneipe hier. Das hätte er auch selbst wissen können. Hey, du. Davon wär ich lieber. Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Moin, Kosik. Ein wunderschön. Wenn ich es mit deinen eigenen Augen gesehen hätte. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Tüdelü. Das ist ja interessant. Das hat sie doch gar nicht gewusst. Das darfst du keinem erzählen. Na? So, du kommst genau richtig. Wir gehen jetzt nochmal raus. Raus aus dieser Stadt. Weil ich brauche Punkte, um das Häuten von Tieren zu erlernen. Wie gefällt Gothic 2? Grundsätzlich ist es ja wie Gothic 1, nicht? Auch wenn ich nur darauf warte, dass mir wieder der eine Typ da über den Weg läuft. Hast du eine Waffe, die... Das habe ich schon immer gesagt. Ah, da bist du ja wieder. Hast du auch eine Waffe, die ich nutzen kann, die besser ist? Ach, erzähl mir nicht sowas. Mein Mann sieht 600, wie viel habe ich denn überhaupt? Selbst mit der Waffe zusammen habe ich vielleicht nur so knapp 130 oder so. Er sollte Nö. Nipp.
Und es wird noch viel schlimmer. Zweihandwaffe. Das weiß doch inzwischen jeder. Okay, wir gehen mal raus. Was du nicht sagst. Das ist ja schrecklich. Ich glaube da nicht dran. Okay. Hey, hey, nicht so schnell. Alleine hier draußen herum zu spazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Mika, ne? Ich glaube da nicht dran. Aus der Stadt. So, so. Was streifst du dann hier draußen vor der schützenden Stadtmauer herum? Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles. Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Okay. Mal angenommen, ich würde deine Hilfe in Anspruch nehmen. Was würde mich das kosten? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs und würde nur sehr ungern einen kleinen, hilflosen Bürger des Reiches schröpfen. Aber weißt du, wenn du mich so fragst, hätte ich nichts gegen eine kleine Starthilfe für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen einzuwenden. 10 Goldmünzen sollten für den Anfang reichen. Was meinst du? Ich spiele mit dem Gedanken, den mitzunehmen und ihn dann sterben zu lassen. Warum nicht? Hier hast du die 10 Münzen. Großartig. Wenn du meine Hilfe brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Aber tu mir bitte einen Gefallen. Komm hier nicht mit irgendwelchen Lappalien. Das kann ich nicht leiden, hörst du? Hey. Ich brauche deine Hilfe. Wenn's unbedingt sein muss, was ist los? Hm? Ich werde von Monstern angegriffen. Im Moment sehe ich aber gar keine Monster. Das bildest du dir sicher bloß ein. Okay, also später. Wir gehen mal nach rechts. Was ist denn da? Zum Leuchtturm. Feuernessel. Oh. Da gehen wir mal zum Leuchtturm. Durch den Wald. Und der Pilz. Durch den Wald. Und mehr Pilze. Nett. Wenn ich überlege, wie wenig mir das andere Fleisch gegeben hat. Ja, also... Da ist nichts nicht zu holen. Sobald wir das nächste Level haben, muss ich eh zurück in die Stadt. Einmal das Abziehen von Wölfen lernen. Anders ist das Kampfsystem schon. Ganz klein bisschen. Man da von der Seite auch rein? Schade, die Kiste geht nicht auf. Feuerwurzel. Knister, knister, knister.
Im Original ist hier nicht so viel Vegetation, kann das sein? Was ist da unten? Braunbär? Irgendwas Großes. Ja, wir gehen aber weiter hoch erstmal. Denn so einen großen Gegner kann ich eh nicht besiegen, egal was passiert. Heilpflanze, Feuerkraut. Zur Taverne nach Co. Hä? Wo ist denn dann der. Wo ist denn dann der Leuchtturm? Da ist nichts zu holen. Rattenfleisch. Lecker, lecker Schmecker. Eieieiei. Was? So ein Mist? Die Seite von Flensburger ist kaputt? Kann keine 12 Liter Winterbock bestellen, da das Shop-Ding sie es nicht schafft, den Versand mit einzurechnen? Und mich jedes Mal rausschmeißt mit dem Fehler minus 47. Okay. Ich habe anscheinend doch ein unendliches Inventar. Also, scheint so. Beeren. Waldbeeren. Lecker. Waldbeeren sind immer gut. Zum Leuchtturm. Das Schlimme ist eigentlich... Das Schlimme ist, das sind Banditen. Und ich glaube nicht, dass die glücklich sind, mich zu sehen. Die Bären müssen aus der Mod sein. Kennen die so... Was? Kennt die so nicht. Es kann sein, dass die optisch aus dem Mod sind, aber ich habe keine Items reingemoddet. Ein Scavenger! Der hält aber viel aus hier. Nichts zu holen. Mann, 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 Mann. Man sieht nicht so viel hier. Das war ein starkes Vieh. Pilz. Oh je.
stimme ich zu. Und dabei ist das nur noch bis einschließlich Februar bestellbar. Das war so lecker an Weihnachten. Wollte gerne noch ein paar auf Reserve hier haben für die nächsten Familienfeiern. Naja, aber vielleicht ist es ein Fehler, den die beheben. Jetzt morgen oder übermorgen. Ich habe keine Ahnung, ob man so noch richtig heilt. Anscheinend schon. Anscheinend ist das immer nur abwehren. Da ist nichts zu holen. Ja, ich weiß. Zum Leuchtturm. Ziemlich langer Weg zum Leuchtturm. Hand aufs Herz, bis ich das nächste Mal dran denke, das zu bestellen, vergehen eh wieder 3 Monate. Vielleicht kann dich hier einer dran erinnern. Wäre das nicht eine Möglichkeit? Oh, fuck. Tja. Es ist nicht nur irgendein Ork, es ist eine Ork-Elite. Ich habe eine wegsteckende Waffe gehört. Das ist ein gutes Zeichen. Toll. Igittigittigitt. That's not gonna work. Ich muss deutlich stärker werden. Wer ist das? Freund oder Feind?